Und an diesem Tag errang eine junge deutsche Läuferin eine Goldmedaille, von der man es erwartet, aber der man es auch nicht unbedingt zugetraut hätte. Hildegard Falk-Kimmich, ich darf bei Hildegard Falk bleiben. Sie hatten Weltrekord gelaufen im Jahr zuvor. Bei der Europameisterschaft war es dann nicht so gut. Und bei der deutschen Meisterschaft haben Sie nicht mal gewonnen und sind dann Olympiasiegerin geworden. Was war da im Vorfeld los? Ja, ich musste einfach einmal ausprobieren, mit welchem Tempo ich die erste Runde laufen konnte. Und dazu braucht man einen großen Wettkampf. Das kann man nicht bei einem kleinen Sportfest machen. Und auch eine entsprechende Kulisse und auch die Bahn ausprobieren. Und da habe ich mir dann vorgenommen, mit meinem Trainer zusammen das bei den deutschen Meisterschaften zu machen. Dort bin ich dann die 400 Meter exakt eine Sekunde schneller angelaufen. Und das ist mir also absolut nicht bekommen. Und da wusste ich ganz genau, dass ich das bei den Olympischen Spielen nicht machen werde. Hat man denn wirklich als Athletin so ein Zeitgefühl, dass diese eine Sekunde langsamer wirklich im Rhythmus durchzuhalten ist? Ja, wenn man jeden Tag trainiert, bekommt man dieses extreme Zeitgefühl. Mhm. Das ist einfach drin. Hildegard Falk, wir schauen jetzt gleich mal miteinander rein. Denn dieser Lauf war so unterschiedlich und vom Publikum ja, mit Ängsten begleitet, aber auch mit einem unglaublichen Jubel. Das muss man einfach komplett noch mal nachempfinden. Hildegard Falk, Sie hatten die Bahn 1. War das gut für Sie, das ganze Feld vor sich zu haben? Ja, das fand ich sehr gut. Ich war mit der Bahn ausgesprochen zufrieden. Und jetzt, wo ich hier am Start stehe, und es ist kurz vor dem Startschuss, da ist auch die Nervosität schon weg. Die ist in erster Linie dann da, wenn man reinkommt. So, jetzt ist alles weg und jetzt laufe ich. Und ich kann von hinten aus schön alles kontrollieren. Ich kann mir dann eine Position suchen. Es war eigentlich von mir auch geplant, irgendwo im Mittelfeld unterzukommen. Also Sie hatten ein richtiges taktisches Konzept für dieses Rennen. Ja, hatte ich schon. Ich wollte versuchen, mein Rennen zu gestalten, auch wenn da noch 7 andere dabei sind. Und es gelingt mir auch. Ich bin aus dieser kleinen Rangelei, da war ich jetzt nicht mit betroffen. Arrangiere mich so langsam jetzt Platz 6. Jetzt muss ich doch etwas weiter nach vorne kommen. Aber es ist ganz gut. Die Ellenbogen sind ausgefahren. Ich passe auf, es soll nicht das wieder passieren, was in Helsinki passierte, nämlich ein Sturz mit Brünnhild Hoffmeister. Die läuft jetzt rechts außen neben mir. Das war ja auch eine der großen Favoritinnen, die Brünnhild Hoffmeister aus der damaligen DDR. Wunderbar. Jetzt habe ich Sabaite links neben mir, Hoffmeister rechts neben mir. Also die beiden Hauptkonkurrenten. Genau, und die sind der Maßstab. Aber musste man nicht Angst haben, dass man irgendwann, dass da vorne plötzlich eine weggeht und man ist selber so eingekeilt? Es kann eigentlich keine alleine weggehen, denn dann würden die anderen nachgehen. Es war so eng gewesen, die anderen waren alle gleich stark. Gut, jetzt bin ich schon auf der Innenbahn, auf Position 4. Ich muss keinen weiten Weg laufen, muss nur aufpassen, dass ich jetzt irgendwie da rauskomme. Das ist jetzt die letzte Kurve. Mhm. Wo kommt die Lücke zum Rauskommen? Jetzt kommt die erste Lücke. Silay und Hoffmeister. Und da kommt gleich die nächste. Und jetzt bin ich auf Bahn 2, ein kleiner Weg außen. Aber das muss man in Kauf nehmen. Das passt ganz prima. Also in diesen Momenten stand das Stadion buchstäblich Kopf und jeder hat sich die Kehle heiser geschrien. Da ist jetzt die Niole Sabaita. Die habe ich rechts im Augenwinkel. Ich sehe, sie kommt nicht mehr ran. Der Abstand bleibt. Also nochmal Glückwunsch und Gratulation. Es war eine unglaubliche Leistung, dieses Rennen gegen eine solche Konkurrenz so letztlich souverän zu gewinnen. Frau Falk, hat man eigentlich nach so vielen Jahren noch irgendwie Kontakt zu den damaligen Konkurrentinnen? Ja, sehr nett war gewesen, dass ich im vergangenen Jahr im Herbst Besuch bekommen habe von der Niole Sabaite, die mittlerweile auch ein Deutsch spricht, dass man sich in deutscher Sprache unterhalten kann. Das war also wirklich sehr nett. Wir haben uns zuvor einige Male geschrieben. Das war die Silbermedaillengewinnerin? Das war die Silbermedaillengewinnerin, die also mir ganz kurz dann zum Schluss noch ein bisschen Probleme bereitet hatte, bis ich sie im Schach halten konnte. Und ich denke auch, dass dieser Kontakt bestehen bleiben wird. Und Gunnhild Hoffmeister habe ich getroffen dieses Jahr beim Treffen der Medaillengewinner hier in München im vergangenen Monat. Und die habe ich zwischenzeitlich auch schon einige Male gesehen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für den Besuch. Habe mich wirklich gefreut, das alles noch mal mit Ihnen gemeinsam nachempfinden zu können. Und wir gehen jetzt zum nächsten Wettbewerb. Und da entwickelte sich ein ganz besonderer Zweikampf, nämlich beim Speerwerfen der Männer. Und dass es ein solcher Zweikampf wurde, dafür sorgte Klaus Wolfermann. 26,
Sportlehrer aus Gendorf in Oberbayern. Eigentlich hatten alle Experten einen klaren Olympiasieg des Letten Janis Lusis erwartet, der erst 2 Monate zuvor mit 93,80 Meter einen neuen Weltrekord aufgestellt hatte. Er führte auch in München. Aber Wolfermann bewies mit seinen Würfen, dass Gold noch lange nicht vergeben war. Klaus, damals bist du aus dieser Richtung angelaufen, ziemlich genau hier, wo wir stehen, den Speer weggeschleudert, weit, weit in diese Richtung, über 90 Meter. Ist das eigentlich jetzt in der Erinnerung, die ja immer da gewesen ist, ein besonderer Moment, genau wieder hier zu stehen? Zunächst erinnere ich natürlich mich immer, wenn ich hier vorbeifahre, wenn ich hier rinstehe im Stadion, ja schon doppelt, ja. Und so ab und so bei Gelegenheiten anderer Veranstaltungen setze ich mich immer da oder in die Mitte des Stadions, ja, dann schaue ich natürlich hierher und dann lasse ich irgendwo so in der Erinnerung den Speer nochmal da rausfliegen, ja. Und ist natürlich ganz klar, dass so ein Erlebnis natürlich prägt, dass das lange anhält und vor allem, wenn man immer wieder daran erinnert wird hier. Und das haben wir jetzt, nach 25 Jahren. Ja. Klaus, so ein Speerwurfwettbewerb, das ist ja keine Sache von Minuten. Da muss man warten, bis die Konkurrenten werfen. Man muss sich ein bisschen beruhigen, wieder anspannen, wieder aufbauen für den eigenen Wurf. Und ich glaube, der olympische Wettkampf war besonders nervig, denn der Janis Lusis, der große Konkurrent, der hat ja ständig geführt. Das stimmt hier. Das ist eine sehr heftige Geschichte gewesen. Natürlich ist man in der Vorbereitungsphase schon mit seinen Gegnern beschäftigt, wer eventuell in die engere Auswahl kommt, in einem Endkampf reinzukommen, um Medaillen zu werfen. Und das war auch da so. Und ich hatte natürlich mit dem Janis Lusis einen vor mir, der war bis dahin so stark, hat alle Wettkämpfe gewonnen, ist in Mexiko vor allem im letzten Wurf auch Olympiasieger geworden. Ja. Und der war für mich an für sich der Favorit schlechthin. Hier war eine sichere Bank. Und dann ging es halt dann um Platz 2, Platz 3. Wenn es bei mir ganz schlecht gelaufen wäre, so habe ich auch ein bisschen mit einkalkuliert, ja, kann es 4, 5, 6 werden. Ja, aber das Thema hat sich ja dann schon gleich nach dem ersten Wurf so gestaltet, dass ich um eine Medaille mitzureden vermochte. Gut, und die Entscheidung, die fiel dann für euch beide im 5. Durchgang dieses Wettbewerbs. Den schauen wir uns jetzt an und reden ein bisschen drüber. Alles oder nichts gegangen, Anlauf verlängert, er war ein bisschen nervös und wollte hier einfach dann draufhauen, was dann auch geglückt ist. Und der Speer war voll getroffen und ist dann eben auf über 90 Meter geflogen. Das erkennt man ja. Man hat ja ein Gefühl, wenn man den Speer trifft, wie man unter den Werfern sagt. Ja. Und da habe ich auch schon gewusst, dass er auf jeden Fall weiter war wie den vorhergehenden von Janis Lusis. Man sieht es ja nochmal in der Zeitlupe, der war ja wahnsinnig kräftig abgeschlagen. Und der Speer hat eine absolut ideale Flugbahn. Und dass man dann gleich als Werfer erkennt, dass er über 90 Meter ist und was dann die Tafel auch bestätigte hier mit 90,48. Ja, aber dann kam das Nervenspiel. Ja. Denn nach dir nochmal Janis Lusis. Zunächst einmal wollte ich das Thema gar nicht so im Kopf behalten, dass ich jetzt da führe. Ja, und denn ich wusste ja eben, der Janis war ein unheimlicher Fighter. Der hat dann in den Wettkämpfen vorweg immer jeden auch noch in seinem letzten Versuch geschlagen. Hier ist er aufgesprungen von der Bank, wo er gesessen ist, hat einen Apfel weggeworfen, war echt nervös und hat eine unheimliche Wucht nochmal in den Wurf gelegt und hat dabei einen Fehler begangen, den man sogar hier sieht. Hier. Das heißt, das linke Stemmbein hat er zu schnell weggezogen. Und das waren es vielleicht 2 Zentimeter weniger. Aber 2 Zentimeter auf die Distanz ist halt an für sich gar nichts. Ja. Aber jetzt kommt gleich der Moment, nachdem wir dieses Wegknicken da nochmal sehen. Hier. Jetzt zieht er zu schnell das linke Bein weg. Ja. Die Stemmphase wurde also ein bisschen früher beendet, wobei ich immer hinterher mit ihm analysierte anhand von Aufnahmen, dass er so viel Kraft hier vom Wurf reingegeben hat. Und da haben wir es hier, 1946. 1946 natürlich. Ja. Und jetzt muss leider Klaus Wolfermann kommen. Der wusste, dann in dem Moment klar, hast du gewusst, da war es klar. Weil die Werfer, die dann anschließend noch gekommen sind, die waren an dem Tag nicht in der Verfassung. Und das war übrigens der Moment hier, wo ich dann zu Janis hingegangen bin und habe gesagt, entschuldige, dass ich überhaupt gewonnen habe. Das war für mich auch so eine Respektsperson. Ja, da war wirklich noch Zucht in Ordnung im Stall. Thank you.
Klaus, ich glaube, einen größeren Moment im Leben eines Sportlers als bei der olympischen Siegerehrung ganz oben zu stehen, gibt es nicht. Das stimmt hier. Das war für mich hier erstens überraschend und zweitens von dem Zeitpunkt an, wo ich gewusst habe, ich bin der Gewinner, wo es dann zur Siegerehrung gegangen ist, wie im Rausch hier. Ich bin da hinmarschiert, das weiß ich noch hier, wie betäubt. Dann haben diese 80.000 Zuschauer meinen Namen noch geschrien und das hat mir so richtig kalt den Rücken runter gerieselt. Also das ist ein Gefühl, ich glaube, das kann man gar nicht beschreiben hier, so ein Thema. Klaus, danke fürs Kommen, habe mich wirklich sehr gefreut. Meine Damen und Herren, es wurde